Normalerweise stehen sie sich bei Tarifverhandlungen gegenüber, in der Sache sehr kontrovers. Jetzt haben die Chemieverbände Rheinland-Pfalz und die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie ein gemeinsames wichtiges Ziel. Sie mobilisieren zusammen ihre Kräfte, um höhere Strom- und Energiekosten von der Chemiebranche abzuwenden. Wir mussten uns Sorgen machen um den Industriestandort und deswegen war es wichtig, dass wir gemeinsam für die Wettbewerbsfähigkeit und für die Arbeitsplätze am Ende in unserer Industrie dann auch gestritten haben. Da haben wir als Chemiesozialpartner eine gemeinsame Verantwortung. Nicht nur bei den Arbeitskosten, immer dann, wenn es um die Rahmenbedingungen für unsere Betriebe geht, wenn es darum geht, wie laufen Innovationen, wie wird mit neuen Technologien umgegangen und natürlich ganz wichtig, wie sind die Energiekosten. Die Chemieverbände und die IGBCE haben die Diskussionen um die geplante Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes EEG bisher konstruktiv begleitet. Und nach bisherigem Stand haben sie es geschafft, dass die Energie für die Chemieunternehmen bezahlbar bleibt. Wir haben klar gemacht, warum bei der Kostenbelastung beim Strompreis Schluss ist, warum da keine Luft mehr nach oben ist. Ich denke, wir sind gehört worden. Es ist klar geworden, was für eine immense Bedeutung die Industrie gerade in Rheinland-Pfalz hat. Wir sind die stärkste Branche hier im Land und ein großer Teil der Wertschöpfung in Rheinland-Pfalz kommt eben aus der Chemie und fließt auch weit über die Chemie hinaus. Wenn man weiß, dass in anderen Ländern zu einem Drittel der Energiekosten gearbeitet werden kann, der weiß, wie wichtig die Entscheidung für eine planbare und auch sichere Energiekostenentwicklung für die Unternehmen ist. Wir haben die Sorge gehabt, und das war sehr real, dass eine Reihe von Unternehmen mit deutlichen Mehrbelastungen sich überlegt hätten, ob sie zukünftig noch in so einem Maße in diesen Standort investieren. Und wir reden von guten Arbeitsplätzen in guten Unternehmen und das hätte für viele Tausende von Beschäftigten letztendlich auch die Bedrohung des Arbeitsplatzes bedeutet. Das Problem? In der Chemieindustrie gibt es Betriebe, bei denen die Energiekosten einen großen Anteil an den gesamten Produktionskosten ausmachen. Diese energieintensiven Chemieunternehmen wären von höheren Strompreisen in einem ganz besonderen Maße betroffen gewesen. Wir haben einen ganz wichtigen Kompromiss erzielt. Das war nicht einfach, das im Gespräch mit der Politik auch in Brüssel zu machen. Es ist gelungen, quasi den Nerv der Chemie-Wertschöpfungskette zu erhalten, nämlich die Eigenstromproduktion und ganz besonders energieintensive Produktionen, die vor Zusatzbelastungen, vor immensen Zusatzbelastungen zu bewahren. Man darf sich aber nichts vormachen. Das ist nicht mehr als ein Erhalt des Status quo in wichtigen Bereichen. Und auch darüber hinaus gibt es durchaus Firmen, die in Zukunft mit steigenden Strompreisen rechnen müssen. Und das ist nach wie vor ein Problem. Mit dem verhandelten Kompromiss können Gewerkschaft und Arbeitgeber leben. Und die Unternehmen auch. Die Gefahr, dass größere Investitionen im Ausland gemacht werden und viele Arbeitsplätze verloren gehen, scheint zunächst gebannt. Ich glaube, dass jetzt die Unternehmen keinen Grund haben, aufgrund der Kostenbelastung einen Schritt zu gehen, der bedeutet, Investitionsflüsse woanders hinzuführen. Hier ist es ganz wichtig, dass wir Sigmar Gabriel auch beim Wort nehmen, wenn er nämlich gesagt hat, der Strompreis bleibt bis 2017 konstant. Und auch darüber hinaus müssen wir alles dafür tun, dass diese Kostenexplosion, die wir erlebt haben, dass die endlich gestoppt wird. Noch ist die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes nicht beschlossen. Das soll voraussichtlich im Juni 2014 stattfinden. Gewerkschaft und Arbeitgeber der Chemiebranche haben ihre Erwartungen aber klar formuliert.